Ein einziger Computer, gesteuert von einem bösen Menschen, kann großen Schaden anrichten. 30 Millionen Computer, gesteuert von einem bösen Menschen, können schon mal in einer Katastrophe enden. Die Rede ist von Botnetzen. Was ist das und kann man das essen? Bei einem Botnet handelt es sich um einen Zusammenschluss von eigentlich unabhängigen Computern oder anderen internetfähigen Geräten, die von einem zentralen Punkt aus gesteuert werden. Das ist erstmal gar nichts Schlechtes, auch wenn man es nicht essen kann. Die Universität Berkeley bietet zum Beispiel einen Botnet-Client an, der vollkommen legal ist. Meistens ist das aber nicht der Fall. Oft werden Botnets für kriminelle Zwecke verwendet. Das läuft dann in vielen Fällen so ab. Als erstes eröffnet der Botnet-Betreiber, hier als rote Fahne dargestellt, mehrere Server, die verseuchte Internetseiten online stellen oder infizierte Mails verschicken. Diese Server sind hier in gelb dargestellt. Personen, die einen schlechten Virenschutz bzw. keinen Adblocker haben oder einfach extrem unvorsichtig sind, werden nun von diesem Server infiziert. Die infizierten Computer, hier in weiß, schicken nun ungewollt Phishing-Mails raus, die wiederum andere Computer infizieren. Und schon ist solch ein Botnet nur noch schwierig zu stoppen. Alle Fäden laufen bei dem Botmaster, also dem Betreiber, zusammen, der nun die verbundenen Computer sozusagen fernsteuern kann. Was bringt das aber dem Botnet-Betreiber? Toll, was will ich denn mit 1000 Computern zugleich? Naja, zum Beispiel Webseiten zum Einstürzen bringen. Die Rede ist von den mittlerweile sogar relativ bekannten DDoS-Attacken. Alle Computer eines Botnets greifen auf ein und dieselbe Webseite zu. Die ist dann durch den ganzen Datenverkehr vollkommen überlastet und stürzt ab. Wie wenn ich versuche, auf dem Computer meiner Oma Battlefield 3 zu spielen. Außerdem können Phishing-Mails unbemerkt von den Computern versendet werden. Und auch hier macht es die Masse an Computern, durch die enorm viele E-Mails verschickt werden können, aus. Der Betreiber kann auch Geld machen, indem er Teile des Botnets kurzzeitig verleiht. Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall sehr vielfältig. Mittlerweile können selbst semi-professionelle Hacker Botnets nutzen. Eigentlich jeder, so wie du und ich. Das ist aber dennoch genauso illegal wie vorher. Deshalb hier nur die Theorie, die nicht zum Nachmachen geeignet ist. Stellen wir uns einen typischen Hacker vor, wie man ihn aus den Öffentlich-Rechtlichen kennt. Natürlich ist er vermummt, damit man ihn vor dem Computer nicht erkennen kann. Aber zurück in die Realität. Der standardmäßige, ca. 12 Jahre alte Hacker lädt sich einen fertigen Botnet-Client aus dem Internet runter. Der ist dann direkt an ein Botnetz angebunden und fast schon benutzungsbereit. Dieses Botnet besteht eher selten aus wirklich fremden Computern, sondern aus Webseiten, die Dienste anbieten, wie zum Beispiel das Checken der Geschwindigkeit anderer Webseiten. Das Ergebnis ist das gleiche. Enorm hoher Datenverkehr bringt die Webseite oder den Account zum Einstürzen. Botnets können also viele Leute verwenden. Die wirklich gefährlichen Netze bestehen aus bis zu 30 Millionen Computern und können bis zu 3,6 Milliarden Spam-Mails pro Tag versenden. Wie kann man sich also schützen? Das Wichtigste: keine unbekannten Mail-Anhänge öffnen und den Virenschutz immer aktualisieren. Außerdem macht es aus sicherheitstechnischer Hinsicht Sinn, einen Adblocker zu installieren und den Browser sowie das Betriebssystem immer auf dem neuesten Stand zu halten. Das war's mit dem Video. Habt ihr schon Erfahrungen mit Botnets gemacht? Dann schreibt's mir mal in die Kommentare. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ciao!